Ja. Heute mal kein Video aus dem Wald, keins vom Balkon, keins aus meinem Schlafzimmer. Heute mal vom Bahngelände oder Rangierbahnhof von Troisdorf. So, wenn ihr jetzt da vorne das große Gebäude sieht, hinter der Mauer, wenn das weg wäre, da könnte man das Haus nehmen, in dem ich wohne. So, also hier ist also der Rangierbahnhof von Troisdorf. Und hier ist eine Firma, die repariert alte Loks für meine Zwecke heute, denke ich. Reicht das? So, heute habe ich, glaube ich, 3 Videos vor. Ja, 3. Ne, 4. Ich habe 1 vergessen. Wen wundert es, dass ich was vergesse? Und zwar will ich als erstes eine recht preiswerte Steinschleuder oder Slingshot testen, die ich mir zugelegt habe. Und 70 Schuss Munition für 1 €. So. Dann wollen wir mal loslegen. Ich finde das hier gar nicht mal so schlecht. Irgendwie erinnert mich das an meine Kindheit. Ich habe eine Menge Zeit meiner Kindheit in Geländen wie diesen verbracht. In den 70ern. Lang, lang ist es her. So. Und ich werde jetzt mal diese Mülltonne zweckentfremden. Was haben die denn da drin gelagert? Ist das Beton? Oder Blei? Erst mal gucken, die Kamera das gut einfängt. Jawohl. So. Worum es sich hier handelt, das ist eine handelsübliche Slingshot. Die habe ich bei einem Kölner Outdoor-Bedarf gekauft, 10 Euro. Ich glaube, die heißt Marksman. Und hier sind 70 Glasmurmeln für 1 Euro. Und jetzt werde ich versuchen, die Bierflasche, natürlich ist sie leer, war alkoholfrei, eines sehr namhaften Bierherstellers zu durchschießen. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Wie gesagt, 70 Schuss für 1 Euro. Kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt ziemlich blamiere. Der erste Schuss ging schon daneben. Naja. Ich habe die noch nie geschossen.
Wichtig ist übrigens bei solchen Schießübungen, dass man ein bisschen schräg zum Zielobjekt steht, denn wenn das die Tonne trifft, und ich stehe genau parallel zur Tonne oder vor der Tonne und die kommt zurück, trifft mich das Ding mitten in die Fresse. Das wollen wir nicht. Getroffen habe ich sie, ist aber nicht durchschlagen. Also von daher, dennoch, ich will mal so sagen, wenn man irgendwo auf dieser Welt, ich rede jetzt nicht von Deutschland, unterwegs ist und versucht sich hiermit sein Essen zu jagen, das darfst du ja in Deutschland leider nicht, wenn du kein Jäger bist. Wird zum Beispiel Eichhörnchen, sehr lecker, ich kann es nur empfehlen. Oder ein richtiger Hase, verdammt lecker. Damit könnte man das erlegen. Kopfschuss, Feierabend, Kopf ab, Abendessen gesichert. Ich übe jetzt noch ein bisschen mit meinen 1 Euro Munition. Oh. Ich habe gerade eben vorhin, wie ich hier diese Treppe hochging, habe ich eine Dose gefunden, auf die schieße ich jetzt. Mal gucken. Ich habe die Dose nicht mitgenommen. Ach Gott, bin ich bekloppt. Ich gehe sie mal holen. Bis gleich. So, die Dose habe ich mir geholt. Sollen wir loslegen? Ich hoffe, ich treffe jetzt zuerst die Dose, nicht die Flasche. Oh mein. Ich bin schon voll alleine weg. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Ich bin wieder so knapp. Der Hase oder das Eichhörnchen wird schon längst weg, ich würde verhungern. Verdammt! Na gut, ich habe den Hasen daneben getroffen. Oje, oje, ich super Schütze. Gut, dass die Munition so günstig ist. Abendessen! Na gut, es hat sie sichtlich ein bisschen beeindruckt, naja, aber trotzdem, Hase ist Hase.
will mich verarschen. So nicht, Fräulein. So kommst du nicht nach vorne. Na gut. Man das gehört hat. Hossa! Stell mich doch mal daneben. Mal gucken, was die Tonne sagt. Ach, ich stelle völlig meine Tonne. Leck mich in den Tisch. Nett. So, Blumentopf gewinne ich heute nicht mehr. Den Hasen kriege ich auch nicht mehr. Der Eichhörnchen ist schon längst weg. Aber das Ding, Slingshot und die 70 Schuss Munition für 1 €, die sind nicht schlecht. Und wenn es euch zu langweilig wird, spielt doch mit Murmeln. Ich schieße jetzt weiter. Die liegende Flasche mag er nicht.
kann man eigentlich sehen, wie schlecht ich bin. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Slingshot-Schütze der Welt. So, trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen. Bewertungen, Kommentare, neue Subscriber werden gerne gesehen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ciao.